Hallo Leute, hier ist mal der Max und der Toni. Genau, und ich stelle euch heute meine oder unsere Lego P90 vor. Und wir werden euch vor allem auch zeigen, wie wir sie gebaut haben, damit ihr sie nachbauen könnt. Und wir werden euch Aufsätze und alles jetzt nur ganz ungefähr zeigen. Wenn ihr die genauer sehen wollt, schaut euch einfach das Video von 422 Lightning, also halt vom Alex, an. Da habe ich das alles genauer aufgenommen. Da wollen wir mal anfangen. Also Magazin ist wechselbar. Und ja, also das ist so das ganz normale Visier einfach von der P90. So. So eine Art Heck, so eine Art Kim und Korn. Ganz einfach eigentlich. Und so habe ich das dann halt ungefähr gebaut. Zoomst du mal kurz. Halt, ich sage euch das lieber so mit Blauen da. Passt schon so. Und ja. Okay, das habe ich halt. Ist eigentlich recht simpel gebaut, wenn man es weiß. Und während euch mein Bruder jetzt gleich die Aufsätze kurz vorstellt, zeige ich euch noch das hier. Das muss man erstmal drauf geben, bevor man Aufsätze drauf geben kann. Das geht ganz einfach zu bauen. Also das hier ist holographisch mit einem einfachen Glas, wo wir einen roten Punkt drauf gemalt haben. Genau, da seht ihr den roten Punkt, ist noch besser. Den werde ich jetzt erstmal machen. Und hier noch ein Cobra-Rotpunkt-Visier. Und der rote Punkt, der ist dann, wenn man das so anschaut, da. Also hoffentlich seht ihr das hier. Okay. So, das jetzt steche ich dann noch kurz vor. Und das seht ihr das dann. Das sieht dann so aus. Ja, funktioniert eigentlich sehr gut. So, das andere setze ich jetzt nur so ganz kurz drauf. Nicht mal wirklich drauf gedrückt. Damit halt möglichst viel Zeit noch übrig bleibt. Ja, passt. Okay, ich nehme das jetzt mal wieder runter. Okay, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich das Magazin halt so gebaut habe. Da, also hier diese Schiene da entlang sind solche glatten Striche. Ich nenne es einfach immer glatte Striche, damit es halt leichter zum Nachladen geht. Und hier hinten, also da in dieser Wand da, da ist halt ein Loch, damit das Magazin einfach besser hält. Okay, dann werden wir das jetzt mal da hinten da aufmachen und euch kurz zeigen, wie wir das gebaut haben. Ich hoffe, das sieht man dieses Mal. Ansonsten blöd. Okay, so. Gut, das sind jetzt solche Schichten. Okay, das seht ihr aber nicht. Gut, das sind jetzt halt solche Schichten und es ist von innen her hohl. Seht ihr das ziemlich sicher auch. Und dann ist da halt so eine Schicht voll, damit es nicht zusammenbricht bei der kleinsten Berührung. Okay, und ja, was wollte ich noch zeigen? Genau, wie wir das da vorne gebaut haben. So, das nehmen wir auch noch runter. So, dann seht ihr das da so ungefähr. Okay, passt. Gut. Okay, das ist jetzt. Gut, dann hier, also dieses Zurückschieben. Das haben wir so, damit so einem. Okay, das sieht man nicht. Das ist so ein Gummiband. Das sorgt einfach dafür, dass es wieder zurückschnallt. Und ja, das seht ihr noch mal kurz so vom Näheren. Wirklich, falls ihr halt nachbauen wollt. Und gut. Okay, dann werden wir jetzt wohl doch noch so ein bisschen eine Ego-Shooter-Sicht dranhängen. Mit einem Tagline. Das kannst du gleich mal zeigen. Hier ist auch eine normale Lampe, die wir mit Lego eingequetscht haben. Ja, und das hält auch wirklich, das kannst du auch gleich mal zeigen. Also, hier, das leuchtet auch, hält doch so richtig. Gut, das werden wir jetzt mal gleich so. So, seht ihr, funktioniert richtig gut. Und da könnt ihr jetzt nochmal so schauen, mit Ego-Shooter. So, jetzt werde ich auch nochmal das Nachladen versuchen, euch irgendwie. Okay. Ja, also das ist die P90 jetzt einmal halt so. Und ja. Gibt es auch so was zu sagen? Nein, ist die Wiss. Okay, also das war jetzt doch schneller als geplant eigentlich. Aber gut. Wir werden jetzt auch gleich noch ein Glock 18 und ein G36C Video machen. Und ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal.